Moin, liebe Selbstfreier. Wir haben ja jetzt gute 100 Abonnenten hinter uns. Und während ich hier spreche, eigentlich schon 200. Wie versprochen, ein 100 Abonnenten-Spezial. Ich habe länger überlegt, was man da richtig Schickes machen könnte. Und wir machen mal was richtig Feines, mal mit ein bisschen Aufwand. Allerdings auch nur zeitlichem Aufwand. Wahrscheinlich nichts, was ihr zu Hause nachmachen könnt. Denn, wer es im Titel schon gelesen hat, heute wird wieder Sous-Vide gegart. Heute nicht, sondern morgen. Erstmal vielen, vielen Dank für alle, die bisher immer am Start gewesen sind und das Projekt so gefördert haben. Richtig gut. Meine Kopfhalterung ist kaputt gegangen. Heute seid ihr mal noch näher angeschienen als sonst. Mit Brustgeschirr. So, könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen genauer diesmal alles erkennen. Also nochmal vielen Dank für die ersten 100, die am Start sind. Und jetzt muss ich mir natürlich gut überlegen, was gibt es für das 200-Abonnenten-Spezial. Falls ihr richtig geile Ideen habt für was richtig Fettes, für irgendwas mit viel Aufwand, was am Schluss richtig geil wird, einfach mal raushauen. Ich bin auf jeden Fall noch auf der Suche für das 200-Abonnenten-Spezial. Viele Leute sind auch über TikTok reingekommen. Richtig krass. Also darüber habe ich schon fast meine Abonnenten bei YouTube verdoppelt, mehr als verdoppelt sogar. Einmal kurz zu dem, was es heute gibt. Wer in der letzten Folge gut aufgepasst hat, es gibt einen Krustenbraten vom Schwein, welchen ich versuche 10 Stunden lang im Sous-Vide-Bad zu garen. Ja, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, logisch. Das bedeutet, ich bereite heute vor und morgen früh werde ich das Ganze schon ins Wasserbad setzen. Ich werde dann wahrscheinlich später erst eine Aufnahme machen, weil morgen früh, ich sag mal so gegen 8 oder so, wenn ich das Ding da reinfeuer, weiß ich noch nicht, ob ich Bock habe, den ganzen Kram schon zu filmen, ob ich dann schon in the mood bin. Dafür müssen wir nicht viel vorbereiten. Wir nehmen uns hier dieses schöne Stück Schweinekrustenbraten. Da muss ich allerdings erstmal kundtun. Komm schon. Dass ich das überhaupt nicht witzig finde. Erstmal, das Ding ist schon eingeritzt mit riesengroßen diagonalen, wie soll man das sagen, mit so Rauten. Aber ich sehe gerade, es ist auch noch nicht mal richtig durch. Also, ich hatte eine Diskussion noch mit der Verkäuferin. Sie sagte, ja, sie sind ja der Einzige, der das nicht gut findet, dass das Ding schon angeritzt ist und so. Nee, zum einen wären diese, es sind noch nicht mal Rauten, es ist noch nicht mal fertig hier, sind immer so geschnitten, dass man, wenn man diese Linien entlang schneiden möchte, immer nicht ganz gegen die Faser schneidet. Und Leute, man schneidet Fleisch immer gegen die Faser. Wenn ihr sie mit der Faser schneidet, zerfleddert euch das Ganze auf dem Teller. Ihr kriegt richtig lange Faserstreifen. Schockt nicht. Wird quasi zäh, weil man das halt auch schlecht zerschneiden kann. Und es zerfällt euch alles der Länge nach. Des Weiteren sind hier halt ultra breite Stücke. Später müssen wir halt mal gucken, weil das bestimmt später unsere Schnittstärke im Braten. Kruste lässt sich nämlich eigentlich so zu 95% aller Fälle nicht vernünftig schneiden. Man kann den Braten sonst auch umdrehen und von der Unterseite so lange schneiden, bis man zur Kruste kommt und einmal durchdrücken, geht auch. Aber ich hätte es eigentlich gerne so gehabt, dass ich das komplett selber anritze. Ja, weil dann hätte ich mir quasi mein zukünftiges Schnittmuster hätte ich mir schon quasi anzeichnen können. Die Rauten sehen schick aus, aber sie taugen nicht später zum Aufschneiden. Sorry, ist so. Es sei denn, man macht die eine Linie dieser Rauten so, dass man eben zwischen den Feldern so schneiden kann, dass man exakt gegen die Faser schneidet. Tja, ich weiß nicht, man sieht es hier, glaube ich, schon die ganze Zeit. Im Markt des Vertrauens ist eine frische Theke. Da habe ich mich letztens schon so drüber aufgeregt. Ich glaube, das lasse ich in Zukunft sein. Und dann muss ich halt zusehen, dass ich hier irgendwo, wenn ich auch einen längeren Fahrtweg habe, vielleicht einen besseren Schlachter finde. Ich hoffe, das geht ja alles mit dem Brustgeschirr, denn die GoPro ist ja so, dass, wenn man zu nah dran ist, das leider unscharf wird. Als erstes versuche ich mich jetzt an dieses Raster hier zu halten. Und schneide das quasi, man schneidet das immer nur die Fettschicht durch, bis da drunter so ungefähr die Sehne kommt. Wenn er mal zu tief ist, so, dann ist es halt zu tief. Gott, ich versuche das hier jetzt einmal vernünftig zu rücken. Normalerweise hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nach dem Sous-Vide-Garen gesagt, naja gut, ich schneide erst dann das Muster rein, weil dann lässt sich die Haut auf jeden Fall, oder die, naja, es ist ja die Haut, wesentlich besser schneiden. Das Ganze hier ist übrigens ein Experiment, dachte ich mir so, also fürs 100-Abonnenten-Spezial genau das Richtige. Ich bin mir nicht mal sicher, ob so, wie ich das vorhabe, das zuzubereiten, ob das überhaupt was wird. Das wird sich dann später erst zeigen. Denn nach dem Sous-Vide-Garen möchte ich das Ding noch in die Heißluftfritteuse kloppen, in der Hoffnung, dass es dann die Schwarte richtig zum Krachen bringt. Jetzt sage ich die Kacke hier schön diagonal runterschneiden, Alter. Geht mir das auf den Sack. Und wie immer, benutzt ein schön scharfes Messer. Nicht so wie ich. Ja, geil, ey. Das würde viel, viel einfacher gehen, wenn man das nach dem Sous-Vide-Garen erst schneidet. Aber nein, die feinen Herrschaften wollten mir ja vorgeben, welches Muster ich hier reinzuschneiden habe, Alter. Ja, riecht mich das auf, ey. Messer stumpf. Hätte ich mir alles sparen können, wenn ich das nach dem Garen machen könnte. Wenn man da zu doll drauf rumsäbelt, läuft man nämlich Gefahr, unten ins Fleisch zu schneiden. Und das soll man eigentlich eher verhindern. Das Gute ist, wenn das nicht funktioniert, kann ich der Fleischerei-Fachverkäuferin die Schuld dafür geben, Alter. Sündenbock zu haben ist immer gut. Kommen wir zum Würzen. Für die Krustenseite ist es ganz entscheidend, mit viel Salz zu arbeiten. Das sorgt dafür, dass die Kruste nachher die Chance bekommt, richtig aufzuploppen. Richtig knusprige Kruste kriegt man eigentlich nur hin, wenn die Kruste
Bläschen schmeißt, also so aufploppt und das in dem Moment eben knusprig wird. Dann hat man dieses leichte Beißgefühl, alles andere könnte schnell mal eben zäh und kaugummiartig im Mund werden. Deswegen, ich weiß halt nicht, ob es funktioniert, aber ganz wichtig ist Salz und das nicht zu knapp. Generell auch für den ganzen Braten gilt das. Es ist ein großes Stück Fleisch, also kann da auch viel Salz dran. So, das versucht ihr da jetzt auch irgendwie rein oder ranzukriegen zwischen die Rillen. Und den restlichen Braten natürlich auch. Guck mal hier, unten ist sogar noch ein Riesenstück Sehne dran. Das hätten die Herrschaften von der Metzgerei ja nun mal auch, also von der Ladenmetzgerei ja nun mal auch schon mal apparieren können. Apparieren, wie es funktioniert, haben wir jetzt gerade im letzten Video erst gesehen beim Schweinefilet. Wie gesagt, immer scharfes Messer nehmen. Den könnt ihr auch wesentlich besser apparieren als ich jetzt gerade. Aber oben rechts kommt ein kleines Kärtchen rein. Da seht ihr, wie man vernünftig eine Sehne pariert. Und nicht so wie ich hier mit einem halben Kilo Fleisch dran. Guck mal, alles was Sehne ist, wo wir rankommen, das kann schon mal runter. Dann wird uns das später nicht zäh. Aber nur da, wo ihr rankommt. Fangt jetzt nicht an, den Braten auseinanderzunehmen, weil da irgendwelche Sehnen reinlaufen. Da können wir nur drauf bauen, dass es nachher beim Garen schön hart wird. Auch die Seite ist schön eingewürzt, eingerieben, eingestreut mit Salz. Und da kann man auf die Unterseite nochmal ein bisschen schwarzen Pfeffer geben. Oh mein, Knobi-Pfeffer. Und gleich für den Beutel können wir hier schon mal dran bappen. Rosmarin. Wie auch beim Rindfleisch würde ich jetzt hier ein ordentliches Stück Butter mit reingeben in den Beutel. Gibt dem Ganzen eben noch gutes Stück Aroma und so ein bisschen in der Hoffnung, dass die Buttersäure da drin noch dabei hilft, die Sehnen anzugreifen, beziehungsweise eben die Milchsäure. Buttersäure, alles klar. Nee, natürlich die Milchsäure soll mir dabei noch helfen, die Sehnen anzugreifen, dass es schön zart wird, denn über Nacht passiert hier ja schon ein bisschen was. Die Butter ist dann zwar noch nicht zu laufen, aber morgen spätestens im Beutel beim Garen, wenn sich die Butter um das Stück Fleisch legt, dann haben wir noch so 10 Stunden, wie die Säure da arbeiten kann. Gut, und das geht jetzt im Beutel. Da ich so einen Braten in der Größenordnung und vor allen Dingen nicht vom Schwein noch nicht so weit gemacht habe, werde ich morgen ein bisschen schätzen. Ich werde das Ganze bei 60 Grad und dann eben auf 10 Stunden versuchen. In der Hoffnung, dass das reicht. Der Büdel muss nicht ganz so groß sein. Ja, da oben ist ein bisschen Butter zwischen. Ich hoffe, dass der trotzdem schweißt. Boah, da oben in der Mitte ist noch eine gefährliche Stelle. Und das ist es. Das Paket wandert morgen eben bei besagten 60 Grad auf 10 Stunden ungefähr in das Sous-Vide-Becken. Wir sehen uns morgen wieder im Laufe des Tages. Füll mich einmal kurz rein, wie das Ding im Becken liegt und schneiden wir nochmal kurz drüber. Bis morgen. Es ist der nächste Tag. Eigentlich wollte ich ja heute tagsüber schon mal ein bisschen Update machen. Gestern wurde es allerdings so spät, dass es bis heute ging. Und zwar ganz genau bis heute Morgen um 8. Und glücklicherweise habe ich heute Morgen um 8 geschafft, den Krustenbraten hier noch in das warme Becken zu versenken. Hier ist das gute Stück. War jetzt tatsächlich exakt 12 Stunden drin bisher. Sogar schon, ja, ach guck mal, recht exakt. Wir haben gerade 20:04 Uhr. Es gibt ja noch Buttermöhrchen dazu und es gibt noch Bratkartoffeln. Die muss ich jetzt natürlich vorher einmal noch vorbereiten, bevor ich den Krustenbraten gleich experimentellerweise in die Heißluftfritteuse gebe. Möhrchen einfach schälen. Auch erstmal Wasser aufsetzen. Bisschen Salz als Wasser. So, und jetzt schält ihr die einfach ganz normal runter. Und im Anschluss schneidet ihr euch die einfach in dünne Scheiben. Ist jetzt kein Hexenwerk. Könnt auch, wenn ihr euch das zutraut, einfach zwei nebeneinander legen. Geht ein bisschen schneller. Und wenn das Wasser gleich kocht, einfach da ins kochende Wasser geben und fertig garen. Dann gibt es noch Bratkartoffeln dazu. Die Kartoffeln habe ich vorhin schon vorgekocht, damit sie jetzt schön kalt sind. Wer tatsächlich nicht weiß, wie man Kartoffeln kocht, oben rechts kommt ein weißes Kärtchen rein. Basic Video. Kartoffel kochen. Ich hoffe, dass es zu diesem Zeitpunkt schon fertig ist. Kommt aber auf jeden Fall. So, und die schneiden wir uns einfach so, wie Bratkartoffeln nun mal sind, einfach in schöne Scheiben. Ich habe sie leider eine kleine Spur zu weit gegart. Ich muss ganz vorsichtig schneiden. Geht natürlich auch gut mit einem kleinen Kartoffelschälmesser. Einfach in der Hand so runtergeschnitten. Also hier mit dem Messer so, zack, zack, zack. Aber ich glaube, wir haben nicht mal ein Kartoffelschälmesser im Haus. In welche Richtung ihr das macht, ist übrigens total egal, wie ihr seht. Könnt ihr hochkant, könnt ihr quer. Könnt ihr diagonal, wenn ihr Bock drauf habt. Die habe ich nach dem Kochen schön ausdämpfen lassen, damit da maximal viel Feuchtigkeit rausgeht. Und anschließend in den Kühlschrank gepackt, weil sie sich kalt einfach wunderbar schneiden lassen. Gerade auch, wenn man sie ein bisschen übergart hat. So, ganz nebenbei, mein Wasser kocht. Die Möhrchen können da jetzt rein. Ah, passt auf eure Finger auf. Macht das ein bisschen besser als ich.
Ja, die würde ich jetzt mal so für 5 Minuten da drin kochen. Ja, ich habe jetzt gerade den Spatschäler genommen zum Umrühren. Lass mich in Ruhe. Und nach den 5 Minuten werde ich die einfach abgießen. Die werden später ja noch mal ein bisschen angeschwitzt und so. Dann garen die noch mal ein bisschen weiter. Sollten sie dann noch zu bissfest sein. Ich merke gerade, dass das ein ganz schön großer Haufen Bratkartoffeln wird. Ich habe den Sack von den Kartoffeln einfach leer gemacht. Dachte mir so, ja gut, wenn das mal reicht. Aber wie immer, richtig schön in der Menge verkalkuliert. Ja, und da ich jetzt eigentlich nichts mehr schnibbeln muss, kann ich mir hier die Fläche mal freimachen für die Heißluftfritteuse. Ups. Und merke gerade, dass das eine dämliche Entscheidung war, weil ich den Beutel gleich noch aufschneiden muss. Und naja. So, dann gibt es ja noch Soße dazu. Die Soße hier kommt aus dem Frosser. Die hatte ich mir mal weggefroren. Die ist selbst gezogen, also aus Fleischresten und angeröstetem Gemüse und so weiter. Habe ich euch ja schon 5000 Mal versprochen, dass wir das irgendwann machen werden. Kommt wirklich auch noch. Aber ich muss ja jetzt erstmal meine Reste verbrauchen, bevor ich neue mache. Die sieht übrigens so aus, wie sie aussieht, weil die mit Mehl gebunden ist. Und wenn man Sachen in Froster hat, die mit Mehl gebunden sind, dann geht die Bindung danach meistens flöten. Mit ein bisschen Glück braucht man es nur wieder heiß machen, mit dem Schneebesen ein bisschen drauf rumkloppen. Und dann wird es wieder gebunden. Wenn nicht, helfen wir gleich einfach ein bisschen nach. Ich weiß, das sieht jetzt halt super unattraktiv aus. Das sieht ungefähr so aus wie das, was man nach so einem richtig schön versoffenen Abend in der Toilette lässt. Aber gleich, wenn es heiß wird, gibt sich das wieder. Versprochen. Also, mache ich jetzt einfach nur heiß. Gut, neuer Plan. Dann stelle ich mir das mal hier rüber. Oh, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Wie gesagt, das ist halt ein Experiment. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle mit der heißen Fritteuse. Ja, bevor ich jetzt hier voll rumstehe, kann ich ja schon mal Teller hinstellen. Und wie versprochen, sobald sie heiß wird, verändert sich auch ein bisschen das Bild. Für die Bratkartoffeln natürlich ganz wichtig Speck. Auf Zwiebeln in den Bratkartoffeln verzichte ich heute aus Bekömmlichkeitsgründen. Wir haben da schon Speck dran. Ist schon ein schwieriges Thema. Aber ihr könnt euch da gerne noch so eine halbe Zwiebel mit reinwürfeln. Den Zeitpunkt, wann ihr das da reinfeuern müsst, sage ich euch. Da ich ja gleich den Saft aus dem Sous-Vide-Beutel mit in die Soße reinhaue, habe ich beschlossen, das jetzt doch noch mal ein bisschen fester zu binden. Denn durch diese Flüssigkeit wird es halt wieder extrem flüssig. Und nachher haben wir da so eine Suppe statt einer Soße. Schock. So, die Möhrchen müssen es mittlerweile auch haben. Die stelle ich hier mal aus und kipp das Wasser ab. Und eine kleine Prise Salz dran. Bisschen Pfeffer. Wenn ihr habt, ein paar Kräuter. Und wenn ihr habt, macht ihr da ein bisschen Butter dran. Ich habe leider gerade keine Butter da, deswegen kommt jetzt hier so ein bisschen Margarine dran. Einfach für den butterigen Geschmack. Zack, nur so ein bisschen. Und damit es nicht am Topfboden kleben bleibt, wenn wir es gleich wieder heiß schießen. Alles einmal verrührt, hingestellt, fertig. So, dann waren wir hier bei der Bindung stehen geblieben. Nebenbei haue ich aber schon mal Temperatur in die Heißluftfritteuse. Einfach schon mal, damit die gleich mit voller Power dasteht. Der Braten, logischerweise beim Sous-Vide-Garen, ist ja schon gegart. Ich möchte gleich einfach nur schnell Farbe drin kriegen, in der Hoffnung, dass auch die Kruste richtig geil wird. Um die Soße zu binden, einfach ein bisschen Wasser nehmen, Mehl drüber oder Mehl mit rein. Ganz wichtig, kaltes Wasser. Schön schlagen, dass da keine Klumpen drin sind. Und damit man es besser bewegen kann, so viel Wasser rein, dass eben das Ganze schon ein bisschen flüssig ist, damit man es auch kippen kann. So, die Soße sieht mittlerweile wieder ganz normal aus. Und wenn sie halt kocht, so wie sie es gerade eben getan hat, dann könnt ihr diesen Mix da reinhauen. Aber bitte nicht alles auf einmal, vorsichtig rantasten. Die Bindung braucht so 10 Sekunden oder so, um sich voll zu entfalten. Unterschätzt das nicht. So, jetzt wenn es kocht, ist es heiß genug. Und ganz langsam erstmal ein bisschen rein und sofort reinschlagen. Sonst bilden sich Klümpchen. Dann reicht nämlich auch schon. Habe ich hier wie immer, das ist auch so ein Klassiker bei mir, wie immer viel zu viel von dieser Mehlpampe gemacht. Und jetzt sieht man, wie dickflüssig die geworden ist. Das Ganze jetzt nochmal schön köcheln lassen, damit der Mehlgeschmack rausgeht. Der köchelt sich über Zeit raus. So, Bratkartoffeln angeschmissen, Öl in die Pfanne. Speck können wir schon mal aufmachen. Und vor allen Dingen, Leute, das hier ist Speck. Ja, Speck. Keine Schinkenwürfel, bitte. Genauso wie beim Rührei morgens. Bitte keine Schinkenwürfel. Da gehört Speck rein. Kommt mir nicht mit irgendwelchen Gesundheitssachen. So, den Speck packe ich mal hier rüber. Geil, und drehe mich zur Seite. Dann muss ich mich an diese Brusthalterung. Na, gewöhnen muss ich mich nicht. Die Kopfhalterung ist schon wieder unterwegs, die neue. Und weil ich immer so ultra gut vorbereitet bin, habe ich nicht mal Küchenrolle im Haus und muss den Braten gleich mit Taschentüchern
trocken machen und ich hoffe, dass es nicht zu doll fusselt. Er hat es jetzt auch geschafft. Der kommt jetzt raus. Ja, ich habe eine ganze Menge Butter mit hier reingemacht. Das ist natürlich ein bisschen fatal, wenn man überlegt, dass ich das gleich in die Soße kloppen möchte. Versuche gleich vorsichtig, da die Butter erstmal oben abzukippen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, als ich gestern so viel Butter daran gekloppt habe, dass ich ja den Sud daraus brauche. Geruchstest. Heidewitzke, Herr Kapitän. Also das, was hier immer an Smell rauskommt aus so einem Ding, das ist Wahnsinn. Oh Gott, ich glaube, der ist mega zäh. Nee, doch nicht. Boah, der ist butterweich. Geil. Boah. So, die Soße vorsichtig hier hinstellen oder den Sud. Und ganz wichtig ist jetzt, glaube ich, auch, dass die Kruste oben trocken ist. Jupp, die heiße Fritteuse ist auch vorgeheizt. Die meldet sich gerade. Oh Gott, kommt wieder alles auf einmal. Jetzt ein bisschen Bratkartoffeln in der Pfanne. Die ist heiß. Und die Bratkartoffeln, gerade wenn ihr sie so übergart habt wie ich, erstmal schön in Ruhe lassen. Einfach liegen lassen. So, hier nochmal die Äste rausnehmen vom Rosmarin. Dann haue ich jetzt nochmal schön Salz oben auf die Kruste drauf. Ist ja derzeit noch die Schwarte, noch ist es keine Kruste. Und ob es überhaupt eine wird, werden wir überhaupt feststellen. Kann auch sein, dass das hier wieder völlig in die Grütze läuft, was ich hier vorhabe. Ruhig nochmal kräftig salzen und nochmal einreiben. Vorsichtig, gerade jetzt, wenn ihr so lange gegart habt, löst sich der Kram natürlich schnell. Tja, und den packe ich jetzt einfach hier rein, in der Hoffnung, dass das gut wird. Ich habe nicht mal eine Vorstellung, wie lange das dauert. Auf jeden Fall so viel Power wie geht. Der ist schon gar, wir wollen ihn nur knusprig. So, Gott steht mir bei, ich versuche hier ein bisschen Butter abzugießen. Das Gute ist ja, die Butter schwimmt oben. Hau ich jetzt hier einfach in die Mehlschüssel rein, weil die brauche ich eh nicht mehr. Nehmen wir gar nicht, ich glaube, so wird das nichts her. Ja, Mann, so geht's klar. So, jetzt kommt schon ein bisschen Fond mit. Boah, es ist immer noch voll viel. Oh, und die Bratkartoffeln. Einfach mal wenden. Ja, mehr geht nicht, aber guck mal, da habe ich schon einiges rausgeholt und das wandert jetzt hier rein. Und dann gucken wir uns den Bums mal an. Wir können die Bratkartoffeln ebenfalls würzen. Nicht so viel Salz am Speck, kommt genug bei rum. So, dann kann ich jetzt mal die Soße probieren endlich. Ja, Konsistenz gefällt mir gut. Geschmack gleich der absolute Burner. Ja, da können wir mal reingucken. Ich weiß nicht, ob ihr was sehen könnt oder ob das zu hell ist. So viel ist da jetzt noch nicht passiert nach 5 Minuten. Aber doch oben drauf, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, oben drauf der Part, der am nächsten an der Hitzequelle dran ist, der sah schon gar nicht schlecht aus. So, und wenn ihr die Bratkartoffeln ungefähr auf dem Bräunungsgrad habt, dann könnt ihr Speck und Zwiebeln mit dazu tun. Wie gesagt, Zwiebel gibt es heute nicht. Aber wenn ihr euch eine kleine Zwiebel zurechtgeschnibbelt habt, dann kommt die jetzt rein. Und nicht gleich ganz am Anfang, weil sonst verbrennt euch der ganze Bums und wird bitter und keine Ahnung. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht immer wieder erleben würde. Und die werden einfach untergehoben und mit angebraten. Ja, das wird's. Das nimmt zumindest sexy Ausmaße an. Aber ob die Schwarte gleich noch hochploppt, wird sich zeigen. Wir schauen mal. Boah, geil sieht es ja aus, ne? Muss ihn ein bisschen drehen, weil die eigentlich hier oben zu nah an der Hitzequelle dran ist. So, nochmal eine kleine Zwischenkontrolle. Ja, hört sich schon nicht schlecht an. Aber muss noch länger. Ja, ich mache jetzt den ganzen Rest wieder heiß und dann würde ich sagen, können wir anrichten. So, Kollege, dann komm mal raus hier. Boah, jetzt wird's spannend, ey. Ja, die Kruste leider nicht so aufgeploppt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es hört sich. Na gut. Ja, gut, die Geräuschkulisse nebenher lässt es nicht anders zu, aber. Er hört sich auf jeden Fall knusprig an, ne? Auch wenn die Kruste nicht so typisch aufgeploppt ist. So, dann soll ich irgendwie versuchen, hier durch dieses tolle Schnittmuster, was wir haben, den Kram einmal anzuschneiden. Jo, leicht rosa, so wollte ich ihn nämlich auch haben, deswegen 60 Grad. Jo, guck sich das einer an. Sehr schön, sehr schön.
Sieht weich aus. Lass es mir trotzdem nicht nehmen, hier mal so ein kleines Stück Kruste jetzt zu essen. Ja, ist okay, ist okay. Mhm. Hätte ich mir ein bisschen geiler vorgestellt, aber nützt nichts. Erstmal ein paar Bratkartoffeln hier auf dem Teller. Dann unsere Möhrchen. Dann kommt die Soße da drunter, Kinders. Ist zwar ein Braten, aber das Ding machen wir uns hier schön. Einmal unten drunter einen kleinen Soßenspiegel. Können ja gleich am Tisch auch noch nachnehmen. Tja, und somit hat das 100 Abonnenten-Spezial sein Ende. Ich sage vielen, 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 vielen herzlichen Dank für den kompletten Support. Es macht so viel Spaß, das ganze Projekt. Man kann kreativ sein, man kann ein bisschen Spaß haben. Und das Feedback, was von euch kommt, das ist einfach mega. Jetzt habe ich schon 200 Abonnenten tatsächlich und muss mir überlegen, was denn kommt. Das kann ich euch noch nicht sagen. Aber stay tuned, bleibt auf dem Laufenden, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auf dem Kanal ein Abo da lassen, ein Like aufs Video und gerne mal einen Kommentar. Und dann wünsche ich euch herzlich, herzlich, herzlich den schönsten und besten Appetit der Welt. Bis zum nächsten Mal bei Satisfied.